So. Es kommen noch mehr aus Südosten. Von der Hunde? Alter, was hält denn der aus? Erste Hilfe! Oh, Achtung, der Nate! Nochmal der Nate! Oh shit, der ist der laut. Mann, verdammt! Sie haben eins zerstört! Wir müssen uns beeilen! Nee, das war ich. Ja, Alter, wie soll ich die platt kriegen? Sprich mit Grace. Mein Schieber hat gedroppt ist. Ah, Hilfe! Oh. Oh, fuck it. Fuck it, man! Oh ja, es klettert halt runter. Das ist doch scheiße. Den müssen wir mit der Tank in die Schieße. Ich schulde dir was. Nicht viele Leute hätten den Kopf für sowas hingehalten. Das bedeutet mir viel. Mein Dad sagte immer, solange wir aneinander glauben, gibt es noch Hoffnung. Wenn wir zusammenhalten und aufeinander aufpassen, tut die Sekte uns nicht klein. Keine Angst, ich werde jetzt nicht sentimental oder so. Aber wenn du jemals Hilfe brauchst, dann meld dich. Ich halte dir den Rücken frei. Okay. Warst du keine große Hilfe, irgendwie habe ich das Gefühl gehabt. Also Scharfschützengewehr ist auch nicht ganz ohne. Kann man hier noch ein bisschen looten? Flammenwerfer, toll. Ja. Ich kenne sie schon, seit sie ein Kind war. Ehrlich, knochenhart und eine Kämpfernatur, genau wie ihr Vater. Und wahrscheinlich eine deutlich bessere Schützin. Die wird dir auf jeden Fall noch den Arsch retten. Du hast Grace geholfen. Vielleicht hilfst du ja auch mir. Was? Die Kultisten taufen immer Leute unten an der Sakristei. Ertränken trifft's wohl eher. Wir wollten sie ausschalten, wurden aber erwischt. Jetzt hat der Kult meine Leute geschnappt. Es sind so viele. Mit denen werde ich nicht fertig. Rette sie vor der Sekte. Dann bring sie zu einem Waffenversteck, das ich am Fluss angelegt habe. Also gleich da unten, okay. Auf mein Dach passen zwei Bergziegen. Drei, wenn ich sie gut anbinde. Mein Begleiter ist draufgegangen, den konnte ich leider nicht retten. Naja, dann müssen wir dich halt nehmen, Kind. Bin gleich bei dir. Hey, Lisa, schön dich zu sehen. Weißt du, was mich echt hat? Ach, Luft anhalten können wir auch hier auch, okay.
Amerikanischer Schwarzbär. Auf Karte öffnen. Ah ja. Wir gucken erstmal uns die Gegend hier an. Ah, da drüben gibt es einen Felsvorsprung. Das trifft ja sehr gut. Da war natürlich Pfeil und Bogen geiler, aber gut, wir können nicht alles haben. Hab gehört, du bräuchtest Hilfe. Das ist mir zu eng hier. Hä, wie, wo, was? Hilf mir zu eng hier, ich kann nicht schieben! Ich sag ja Pfeil und Bogen für sowas wieder. Nö, kein Bock auf die Aufgabe jetzt. Ist mir zu doof. Vor allem würde ich gerne wissen, wie schalte ich eigentlich weitere Slots frei? Das wäre mir gerade viel wichtiger mal. Was ist denn hier irgendwo? Du kannst deine dritte Waffe jeden Types Waffenrad tragen. War glaube ich das, ne? Ich hoff's. Ich suche mir eine bessere Position. Ja, das ist. Oh, das ist toll jetzt. Du verschwendest echt keine Zeit. Ah. Dieser Scheiß wird aber heftig. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen. Ist hier auf zwei, gut. Ein feiner Bogen wäre natürlich jetzt traumhaft. Ich hab Pickys im Visier. Jetzt geht's los. Kannst du, dass ich eine Geißel abgeknallt habe? Wie bin ich nur hier gelandet? Ups. Nein, das wollte ich nicht. Ich hatte den Geisel gekillt. Fuck. Jetzt lad mal. So viel gibt's da gar nicht. Das verspielt Auslastung. Also, wir müssen jetzt mal umdisponieren, mein Kind. Das funktioniert so nicht. Scheißegal, die Fresse. So, her damit. Brauch auf jeden Fall Pfeil und Bogen. Das wird schon sonst nichts. Die laut Kille oder Ransnieke, das kannst du vergessen. Gibt's ja nicht irgendwo ein Waffengeschäft? Jo, am anderen Ende der Galaxie. Wir können den Truck aber nehmen. Was los hier? Ja, dann geht's jetzt zu dir, treffe wenigstens. Weil die Sniper auch nicht verkehrt ist, aber aktuell bringt uns die nichts.
Wo ist Bär? Ja, genau! Genau, da geht ein fucking Magazin ab! Und schneid den auf, geil. Wer ist da tot? Scheiß auf die. Er hat ein fucking Magazin im Kopf, Mann. Senf, können wir auch Senfgas später machen, oder? What's the plan? Wenn ich zweimal drehen möchte, bis du die Waffe auswählst. Der ist ja längst tot, Kind. Gute Idee. Ach, halt die Fresse. Du bist auch so blöd. Hab ich das überlebt? Bei dem Brain, keine Ahnung. Ich brauche erstmal eine andere Waffe. Die Sniper muss weg, da holen wir uns jetzt. Hier im Geschäft erstmal was anderes. Bist du drin? Wenn ich so tue, als ob ich ein Abschlepper wäre, geht es dann durch? Eieieiei, das Ding ist aber Auto. Huio. Ja, halt doch die Fresse. Komm eh nicht hinterher. Oder? Nö. Hi. What the fuck, ein fucking Helikopter? Mädel! Ja was? Wie willst du denn das anstellen? Ey, du spielst doch assi. Du kommst schon einmal. Da kommt ein fucking Helikopter, Alter. Und die Tussi, schießt nicht mal. Ist eine tolle Unterstützung. Hat sie toll gemacht, Monika. Echt, die sterben. Fick dich doch! Ich glaube, ich gehe zu Fuß. Sinniger. Da, da unten! Das ist eine bessere Stelle! Ja! Und deswegen explodier, du Bitch! Ich verblüte hier! Dann mach halt was dagegen, wenn du den Tag hast! Willst du mich eigentlich verarschen? Ich hab getroffen, Alter! Fick dich, Spiel! Fick dich! Das kann doch nicht wahr sein! Ich hab dem Scheiß. Der hat doch ein Panzerglas da vorne drin, Mann. Die Kugel ist definitiv durchs Glas durch. Oh, spiele ich auf schwer oder Mastai-Modus oder was habe ich hier verpasst? Verlass die Scheißkarre, Alter. Ich such mir eine bessere Position. Ach, halt die Fresse, du fettes Stück Kacke. Was geht denn hier ab? Spiel auf normal. Friendly Fire aktivieren aus, ja klar. Trotzdem werden die Position des Wadenkreuzes versetzt. Zentriert, zentriert. Zielmodus halten, umschalten. Das ist. Also ich glaube, wir müssen hier echt erstmal zu Fuß losgehen, weil das bringt so gar nichts. Wir können nicht auf die Straße hinaus. Ich geh jetzt zu Fuß, ist mir viel zu blöd. Straße ist aktuell viel zu gefährlich. Ich habe keinen Bock an, vom Helikopter abgeknallt zu werden, von den Freaks hier angeschossen zu werden. Echt? Ah, leck mich am Arsch, du. Das kommt mir mal vor wie in Just Cause 3, dieses Mac. War mal ein Sektenpimmel, der hängt hier ganz chillig. So, die Straße müssen wir mal kurz überqueren, dann müssen wir da schon wieder weg.
Gut, müssen den anderen wegnehmen. Aber schöne Landschaft, muss ich sagen. Haben sie echt schön gemacht. Wenn es da wirklich so aussieht. Nice, Alter. Würde ich glatt hinziehen. Haben die auch eine gute Internetverbindung? Vögel abknallen. Tontauben schießen hier. Ja, es ist schade, aber wir müssen uns halt durch die Prärie jetzt schlagen. Ich kann es nicht ändern. Ich habe echt keinen Bock, da wieder abgefangen zu werden. Weil bei Just Cause 3 in diesem Mac-Update oder DLC, was es da gab. Die gleiche Scheiße in Grün nämlich. Du konntest nicht auf den Straßen langfahren, du wurdest instant umgemäht. Das ist einfach mal null Chance. Du hast einen Helikopter gestartet mit Raketen und alles und bist einfach rumgeflogen, hast alles platt gemacht. Von oben. Peggy, sei doch die Fresse in Lauf einfach. Alter, kann man die nicht kann ich die eigentlich umbringen? Die ballert jetzt nicht ernsthaft auf die. Oh Gott, Kind, bist du. Allmächtiger Gott! Hilfe! Ich suche mir eine bessere Position. Hä, seid ihr beide dumm? Ich habe gesehen, was die Peggys mit Miss Armstrongs Haus gemacht haben. Hoffentlich haben sie den Bunker nicht gefunden. Mir gefällt die Vorstellung nicht, dass sie sich ihre Waffen krallen. Oh, Waffen? Versteck? Was war das? Was zur Hölle war das? Hab sie! Ich dachte, das wär's gewesen. Du verschwendest echt keine Zeit. Ich rücke vor! Yo! Tut frei weh? Oh, der war aber gut. Jetzt geht's los. Ja, viel Spaß. Scheiß Ding. Zwei Deppen, ein Gedanke. Hm. Du wirst das überleben. Tschüss, Sandy. Sorry. Was sage ich? Alter, genau, als ob ein Bär so viel frisst. Jeder hat ein Hobby. Die Kuh kann ich nicht mitnehmen. Alter, ich schieße ihm auf den Kopf und der stirbt halt nicht. Geht da lang. Was ist denn da zu uns? Würde ich gern sehen, aber ist wieder fett Waldbrand oder? Äh,
Grace ist schon da draußen und macht Peggy's die Hölle heiß. Sie hat eine Menge Kram in dem Bunker unter ihrem Haus versteckt. Wir müssen einen Weg darunter finden, damit die Sekte nicht zuvorkommt. Eieiei, Sekten-VIP eliminiert. Ohne was zu tun, kommt man nur auf dumme Gedanken. Aha. Au. Kann ich hier irgendwas kaputt machen? Jetzt geht's los. War hier nicht irgendwo noch ein Auto? Kaputtes. Na gut, das Quad tut es erstmal auch zur Not. Vielleicht klappt es so, wie ich das denke. Ich gehe da lang. Oh, eine Waffenhändlerin, sehr gut. Fangen wir los. Ich würde Waffen. Ja. Das passt. Und dann brauchen wir Munition. Und dann Beute verkaufen. In der Apokalypse sterben als Zuflucht bei John in Sa- Alter, will ich mich verarschen? Ich glaube, ein Auto. Mach's halt selber. Okay, dann probieren wir es halt von oben aus. Ach! Bist du denn Wichser? Hey, Wichser! Oh Mann, gib mir noch ein Pissi-Mädel! Ich wollte gerade abspringen! Ach, das ist doch scheiße! Jetzt hau ab mal! Der Bagger da war gut. Oder den Truck. Ach man, jetzt gehen wir noch auf das Sack mit dem Angeln. Halt doch die Fresse. Nenn den Schlepper jetzt. Ich würde mir jetzt aus dem Weg gehen, nicht was Gefährliches. Ich habe eine Idee dafür. Was will die? Okay, so geht's natürlich auch. Was war denn das? What the fuck? Hi.
dann verschwinde verdammt nochmal, verstehst du? Die Peggys jagen Menschen wie dich. Leute, von denen sie wissen, dass sie mit Waffen umgehen können. What? Sie kommen mitten in der Nacht und brennen ihre Häuser nieder. Ich weiß, dass du dich wehren willst. Bitte, ich fliehe. Ich gehe da lang. Tu es nicht. Du musst fliehen. Gott, ich hoffe, du hörst das noch rechtzeitig. Holy. Fuchsbau. Ist ein Sniper nur, die brauchen wir gerade nicht. Hä? Lesen? Ach, das. Ein Notiz in Schreibschrift. Grace, wir haben Afghanistan zu einem Land gemacht, aus dem die Leute nicht mehr zurückkommen können. Du hast sämtliche Geschichten aus dem Krieg verschlungen, mit denen ich dich gefüttert habe. Ich hätte nicht gedacht, dass du in meinen Fußstapfen trittst. Doch genau das hast du getan. Du hast mich sogar überflügelt. Du bist die bessere Schützin und die bessere Soldatin, die bessere Sportlerin und du hast auch die nötigen Medaillen, um das zu beweisen. Du musstest im gleichen Krieg kämpfen, in dem ich auch war. Das hatte ich nie gewollt. Aber ich bin so stolz auf dich, auch wenn ich dir das nie ins Gesicht sagen könnte. Ich bin wohl doch kein so tapferer Soldat, wie ich immer gedacht habe. Dad. Schloss knacken. Zum Glück haben wir das gelernt. Die Schuss da draußen ist, wenn wir den klarkommen. Die nervt gerade. Ich hab keinen Platz. Mann, Mann, Mann. Auch sogar eine Dusche, ein Kackhaus. Nice. Ein Bad hier. Nice. Jetzt sehe ich ein. Will ich lesen? Ah, jetzt hat sie es genommen. Okay. Aber schick gemacht. Der ist ja schon automatisch nachgeladen. Finde einen Weg hinein, finde ich auch noch einen Weg heraus. Echt jetzt? Was hatten du? Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh my gosh. Look at her butt. So, das können wir von mir aus machen. Da wollten wir ursprünglich ja hin. So, wir gehen aber zu Fuß. Sowas, Raketenwerfer oder sowas. Ach, traumhaft. Ich such mir eine bessere Position. Hey, was war das gerade? Ein Schweinchen? Ich mein Pfeilwitter? Ja, krieg ich. Gut, dann laufen wir da jetzt hin. 500 Meter. Wir könnten auch ein bisschen angeln kurz mal probieren. Du siehst sie, oder? Ach, E-Werkzeuge war's. Was will die? Na? Wo sind Fischis? Hol dir den Fisch mit rechts ein. Müde, indem du rechts in Gegenbewegung des Fisches bewegst. Die Schnur gerät dabei unter Spannung. Wenn die Schnur rot wird, dann hör auf, dagegen zu halten und den Fisch einzuholen, denn sonst reißt sie. Ist der Fisch müde, hole ihn ein, bevor er wieder zu Kräften kommt. Wird aber schnell rot. Egal.